Sie sehen die Schattenseiten der Menschheit und die Schattenseiten des menschlichen Zusammenlebens. Wir hatten 1904 in Berlin einen Mord an einem 8-jährigen Mädchen. Einige Tage später wurden dann auch an verschiedenen Stellen in der Spree Arme und Kopf gefunden. Es ist einer der ersten Fälle, wo durch das Zusammenwirken von Kriminalpolizei, von Gerichtsmedizin und anderen Wissenschaftlern man einen Mordfall aufklären konnte. Ich habe es mal zu einem jungen Kollegen gesagt, ich habe jetzt eine ganz harte Botschaft für dich. Die Welt ist nicht gerecht. Es war auch möglich, Menschen einzuweisen, auch in Konzentrationslagern, auch mit dem Hinweis Rückkehr unerwünscht. All das konnte der einfache Kriminalbeamte im Dritten Reich zunehmend dann ab 1939 anordnen. Ich habe mitunter sehr, sehr sympathische Mandanten erlebt, die nur zum Zeitpunkt dieser Tat ein Scheusal waren. Und das sind alles, ja, Gottes Kinder. Wo Geld auszugeben ist, war man natürlich auch als Verbrecher gern gesehen. Und da konnte man natürlich auch entsprechende Straftaten begehen im Umfeld des Rotlichtmilieus. Mit den kiezinternen Gesetzen zog eine neue Zeit ein, die dann darauf hinauslief, dass man also, ich sag mal, sich gegenseitig auch einen Killer auf den Hals schickte. Als wir da ankamen, sahen wir, dass eine Rheinmacher-Frau gerade die Blutlachen da wegwischte. Im Innersten wusste ich, keine Chance, zu schwer verletzt, dass wir da nicht überleben. Dafür gibt es ja dann auch entsprechende Spezialeinheiten, bis hin zur Zielfahndung. Die jagen dann im wahrsten Sinne des Wortes den Täter und er wird sich im Zweifelsfall auch als ein Gejagter fühlen. Die psychische Belastung ist ungeheuer groß, die wird auch nicht weniger. Es sind viele dabei, die haben so eine Mentalität sich angewöhnt, ja, also da stehe ich jetzt durch. Das geht aber auf den Körper, das geht auf die Substanz, das geht auf die Psyche. Es geht um die Rettung, sag ich mal, eines Menschenlebens. Verbrechen lohnt sich nie. Berlin in den goldenen 20ern. Der weltweite Konjunkturaufschwung beschert Deutschland eine Blütezeit in Wissenschaft, Kultur und Lebensgefühl. Glitzerndes Zentrum ist die Hauptstadt. Auch die Unterwelt verdient kräftig mit, gut organisiert in sogenannten Ringvereinen. Die Ringvereine waren keine Sportvereine. Viele glauben ja, dass das Ringer waren, weil man sagte, Straftäter müssen ja kräftig sein oder so. Also das hatte mit dem Sport des Ringens nichts zu tun, sondern es waren Vereinigungen von ehemaligen Straftätern. Der erste Verein dieser Art war in einer Kneipe. Und zwar hatte man dort die Prostitution hinverbannt, bevor man sie dann ganz verbot. Sodass also nahe liegt, dass das ehemalige Zuhälter oder Louis, wie man damals, oder Apachen, wie man dann später sagte, waren. Getarnt mit harmlosen Namen wie Immertreu, Deutsche Eiche oder Lotterieverein Zukunft nehmen die Ringvereine nur anständige Ganoven auf, keine Mörder, keine Kinderschänder. Der Lebensunterhalt wird finanziert mit Überfällen durch Schutzgelderpressung oder Verschiebung von Alkohol. Der Polizei gegenüber gilt strikte Verschwiegenheit.
Das Lokal war die Schnurrbartdiele, in der dieser Ringverein entstand. Ring bedeutet, es gab mehrere Vereine, die untereinander auch Verbindungen hatten. Es gab ja bis 1929 zählte man sogar in Berlin über 40 Vereine. In diesem Ring waren dann aber nur die 10 bedeutendsten Vereine drin. Es gab also auch norddeutsche Vereinigungen dann und mitteldeutsche Vereinigungen. Das griff also auf ganz Deutschland dann über. Die Arbeiter und Angestellten der Weimarer Republik sind in der Regel sozialversichert. Wer krank wird, sich in medizinische Heilbehandlung gibt, einen Unfall am Arbeitsplatz erleidet oder in Rente geht, ist finanziell abgesichert und kann sich weiterhin aus eigener Tasche ernähren. Straftäter und ihre Familien dagegen leben außerhalb des Sozialversicherungssystems. Die Frau eines Berufsverbrechers kann finanziell nur überleben, wenn ihr Mann nicht geschnappt wird, bis die Ringvereine entstehen und hier praktische Unterstützung organisieren. Ganz zu Anfang standen in Anführungszeichen gewerkschaftliche Gründe dahinter. Sie kennen ja einmal Straftäter, immer Straftäter. Und davon wollten sich diese Leute etwas lösen. Sie versuchten also, ja, auf soziale Art und Weise sich gegenseitig zu unterstützen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass er dann keine Straftäter mehr sein wollte. Aber wenn dann mal wieder einer in den Kahn ging, dann hatte der ja vielleicht Familie, eine Frau und Kinder. Jeder zahlte da etwas ein, sei es aus der Beute, die er machte, oder aus dem Geldbedarf, wenn er jetzt doch ein anständiges Leben führte, gab es da eine Kasse, es gab einen Geschäftsführer, sodass dann Kinder, aber auch die Frau für Mietzahlung zum Beispiel oder anderes unterstützt wurden. Razzia im Berliner Scheunenviertel. Das berüchtigte Revier ist die Heimat von Kleinkriminellen, Straßenhändlern und leichten Mädchen. Der Einsatz richtet sich gegen eine Schieberbande. Diese Ringvereine entwickelten sich dann eigentlich zu Vereinen, sag ich mal, der organisierten Kriminalität und zu Syndikaten. Es kam dann also dazu, dass sie das Nachtleben beherrschten, wo Prostitution ist, gibt es natürlich auch andere Straftaten, illegales Spiel zum Beispiel, Schutzgelderpressung von Lokalen und so weiter und so weiter. Man hatte also seine Reviere, wo man Geld rauszog. Also es trat dann immer mehr dieser soziale Gedanke doch in den Hintergrund. Lange Zeit verhält sich die Polizei den Ringvereinen gegenüber tolerant. Die durch die Ganoven-Zusammenschlüsse entstandene Ordnung erleichtert ihr die Überwachung. Ein Ansatz ist ja immer quasi, diese Gruppen zu unterwandern. So einfach ist das nicht. Im Grunde war ja auch damals es so, dass man immer irgendeines der Mitglieder, möglichst ein etwas Schwächeres, sich rausgenommen hat. Man hat gesagt, pass mal auf, also bei dir können wir was tun bei der Strafe, wenn du entsprechend auspackst. So, und das ist eine ganz interessante Botschaft auch damals schon gewesen. Offenbar hat die Polizei einen Tipp bekommen. Wird einer der Unterweltbosse zu mächtig, stutzen ihn die anderen zurück. Man sagte auch, dass Polizisten sehr eng, also früher weitaus enger mit Straftätern zusammengearbeitet haben, weil man ja doch dann einen Tipp bekam für bestimmte Serientäter insbesondere auch oder Sexualtäter zum Beispiel oder Mörder, sodass natürlich hier eine Rechtsgüterabwägung, kann man sagen, na gut, ein Diebstahl oder Hehlerei fällt dann eben nicht so schwer ins Gewicht, da drücke ich dann vielleicht mal ein Auge zu. Diese Ringvereine haben ja dann auch Veranstaltungen zu Silvester gemacht, wo dann auch Kriminalpolizeibeamte oder der Polizeipräsident in Berlin Zörgiebel dann zum Beispiel eingeladen waren und dort die Kapelle dann dirigiert hat. Das soll es also auch gegeben haben. Karl Friedrich Zörgiebel ist Berliner Polizeipräsident und SPD-Politiker. 1933 wird er in einem KZ inhaftiert. Bis zur Übernahme der Macht genießen die Ringvereine eine gewisse Achtung in der Bevölkerung. Sie gelten als ehrenwerte Gauner. Und last not least, sage ich mal, wollte man eine ehrenwerte Stellung auch haben. Nicht? Man kam nicht in die ehrenwerte, jetzt die richtige ehrenwerte Gesellschaft rein und bildete man dann die andere, sage ich mal in Anführungszeichen, ehrenwerte Gesellschaft. Aber man hatte halt sein soziales Umfeld, man war in diesem Umfeld geachtet. 1930 inspirieren unter anderem die Ringvereine den deutschen Regisseur Fritz Lang zu seinem weltberühmten Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder.
Ein Kindermörder, gespielt von Peter Lorre, versetzt ganz Berlin in Angst und Schrecken. Die im Zusammenhang mit dem Täter immer häufiger durchgeführten Polizeirazzien stören die Unterwelt so sehr, dass sie beschließt, den Täter selbst zu stellen. Verrückt, Mensch! Appelsinschalen auf die Straße schmeißen? Prima, dicke Hals und Beine! Anke! Tatsächlich hat es in Berlin zuvor einen ganz ähnlichen Fall gegeben. Fritz Lang versuchte natürlich, der Realität nahe zu kommen. Er hatte davon gehört, dass die Ringvereine hier Exekutive und Justiz spielten und den Kindesmörder also selbst hingerichtet hatten, nachdem er zwei Morde begangen hat und einen dritten Mord eben halt verhindert. Jetzt sind es glücklich 8 Monate, dass die Polizei den Mörder sucht. Jetzt kriegen sie nur noch durch einen Zufall. Darauf können wir nicht warten. Nee. Wir müssen ihn fahren. Wir selber. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Angeblich holt sich Regisseur Lang fachliche Beratung über die Darstellung des kriminellen Milieus bei einem führenden Mitglied der Ringvereine. So, jetzt kommt die Hilfe dran. Ja, von 1 bis 88. Der nächste. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Gut. Und er hatte wohl auch Verbindungen zu Muskel Adolf und seinem Ringverein Immer Treu. Die versuchten jetzt, diesen Film zu beeinflussen in einer Form, dass also sie dabei gut wegkommen wollten. Und angeblich war Fritz Lang auch gezwungen, hier einige Angehörige dieses Ringvereins als Statisten einzustellen, die also natürlich den Wahrheitsgehalt von Kriminellen rüberbringen sollten in diesen Film, aber auch zugleich aufpassen sollten, dass also hier sie nicht zu schlecht in diesem Film wegkommen. Nein. Nein! Herr Kommissar. Ich? Komm nur rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Auch der Kriminalkommissar, hier war ja das Vorbild, wo der damalige Leiter der Mordinspektion, Ernst Gennert. Aber Film ist eben Film, das darf man halt nicht vergessen. Die Realität sieht anders aus. Ein Film soll Spannung erzeugen. Wenn Sie die kriminalpolizeiliche Realität im Film zeigen würden, dann würden die Leute einschlafen wahrscheinlich, denn man muss viele Klinken putzen gehen, man muss viele Zeugen vernehmen, vielen Spuren nachgehen und das ist überhaupt gar nicht so interessant. Schneider! Was wollt ihr denn von mir? Was wollt ihr denn von mir? Die Ringvereine im Film stellen den Mörder. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor den ordentlichen Gericht stellt! Das ist richtig! Das könnt ihr verpacken, mein Junge! Ausgerechnet! Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich kann nicht denn anders.
Diese Ganoven-Ehre setzt ja eigentlich voraus, dass wir so gefügte gewisse Strukturen haben, man sich kennt auch. Und das in dieser Form haben wir heute so nicht mehr. Wobei man immer auch sehen muss, der Mensch neigt ja zur Mystifizierung. Wenn das also schon so zeitlich so ein paar Jahrzehnte oder gar ein Jahrhundert zurückliegt, dann verklärt sich dann auch so vieles, nicht? Berühmtheit als Ermittler erlangt damals Ernst Gennert. Er gilt als einer der begabtesten und erfolgreichsten Kriminalisten Deutschlands. Morduntersuchungen fußen bis heute auf seinen Grundsätzen. Ernst Gennert war der Schöpfer der Berliner Mordinspektion, die es ab 1926 gab, und brachte diese Berliner Mordinspektion auch zu internationaler Anerkennung. Im damaligen Polizeipräsidium am Alexanderplatz wird Gennert ehrfurchtsvoll der Buddha der Kriminalisten oder der volle Ernst genannt. Er gilt als liberaler Demokrat und Menschenfreund. Denn wir hatten ja davor, ab 1902, Mordkommissionen, die nur ad hoc eingerichtet wurden. Man arbeitete da als Kriminalkommissar, hatte aber keinerlei Verbindung zu irgendwelchen anderen Mordkommissionen, die dann auch mal ad hoc eingerichtet wurden. Die Erfahrungen wurden nie ausgewertet, sie wurden nie zu Papier gebracht, sie fanden in die Aus- und Fortbildung der Kriminalbeamten keinen Eingang. Das änderte sich dann ab 1926, als Gennert diesen Posten übernahm. Insgesamt 298 Mordfälle löst Ernst Gennert, unterstützt von seinem phänomenalen Gedächtnis und seinem großen psychologischen Einfühlungsvermögen. Gennert entstammt einem Elternhaus, das schon so ein bisschen in die Richtung ging. Sein Vater war Oberinspektor in einem Gefängnis. Gennert wurde in Plötzensee geboren, also in der Plötze war der Vater, sein Bruder war Staatsanwalt. Gennert sagte so immer berlinerisch, bei uns bleiben die Straftäter in der Familie, ich fange sie, mein Bruder, der Staatsanwalt, verknackt sie und Vatern sperrt sie in. Als 1929 die Weltwirtschaftskrise einsetzt, nimmt die Kriminalität insbesondere in Berlin drastisch zu. Auch die Zahl der Kapitalverbrechen steigt. Unter Ernst Gennert liegt 1931 die Aufklärungsquote für Mord bei 94,7%. Gennert selbst hatte dann also als Leiter der Mordinspektion 3, später 4 Mordkommissionen. Und diese Mordkommissare der verschiedenen Mordkommissionen arbeiteten bei ihm zeitweilig. Sie rotierten also aus anderen Referaten und Dezernaten, zum Beispiel also von Rauschgift, von Eilenbruch, von Diebstahl. Diese Leute lernten dort die Aufnahme eines Tatortes genau kennen und brachten dann dieses Wissen in ihre anderen Spezialfachbereiche zurück, sodass also nicht nur die Mordkommissionen von diesen Arbeitsabläufen und dem Wissen um die richtigen Arbeitsabläufe profitierten, sondern eben auch ganz andere Bereiche. Auch in diesem Berliner Damenfrisiersalon ermitteln Gennerts Beamte. Die Besitzerin des Salons, Johanna Ullmann, ermordet gemeinsam mit ihrer Freundin Anna Sonnenberg eine Kundin aus Habgier. Für die Ermittlungsarbeit am Tatort entwickelt Ernst Gennert ein speziell ausgerüstetes sogenanntes Mordauto. Gennert hatte ein Mordauto. Das war ein fahrbares Laborbüro, könnte man sagen. Es waren Scheinwerfer zum Beispiel drin. Es war ein Arztkoffer drin. Es waren Glasflaschen, Glasröhren für Spurenaufnahme, chemische Untersuchungen drin. Es waren Spurensicherungsgeräte drin. Nachdem der erfindungsreiche Kommissar die Tatortarbeit in den Vordergrund stellt, können beispielsweise Schuhabdrücke sofort vor Ort genommen werden. In diesem Garten kann ein Tötungsdelikt an einem kleinen Mädchen so aufgeklärt werden. Ein Fußabdruck überführt den Mörder. Eins seiner wesentlichen Kernsätze war auch, am Tatort selbst wird nichts mehr angeordnet, sondern schon vorher muss klar sein, was jeder zu tun hat. Nicht? Es muss abgespart werden, es darf höchstens, wenn es außerhalb ist, einen Trampelpfad geben, keine Spuren vernichten, das war also ganz wichtig. Und so hat er ja 8 Punkte, eine gewisse Reihenfolge, wie die Aufnahme der Spuren
am Tatort zu erfolgen hatte, sodass da nicht mehr rumpalavert werden musste, sondern eigentlich schon jeder wusste, was er für eine Arbeit zu tun hatte. Denn auch der zeitliche Ansatz, immer dranbleiben, möglichst früh und gerade bei einem Mordfall immer dranbleiben, ist auch ganz wichtig für eine Aufklärung. An einem Fall aber beißen sich auch Ernst Gennert und seine zur Unterstützung ausgeliehenen Männer die Zähne aus. Der Serienmörder Peter Kürten, genannt der Vampir von Düsseldorf, wird nur durch einen Zufall gefasst. Rosa Ohliger ist 1929 die erste Tote aus der Serie von Sexualmorden. Bereits 16 Jahre zuvor hat Kürten ein kleines Mädchen im Schlaf getötet. Bis 1930 bringt er 9 Menschen um. Mit Hammer, Dolch oder Schere. Kürten bekennt vor Gericht, dass er aus Gier nach sexueller Befriedigung gemordet hat. 1931 wird er hingerichtet. Neben der Kriminalität beschäftigen die Kriminalpolizei in den letzten Jahren der Weimarer Republik zunehmend häufiger politisch motivierte Delikte. Bewaffnete Nazis und Kommunisten liefern sich Straßenschlachten, auch mit der Polizei. Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, werden die Vergehen der SA längst nicht mehr geahndet. Die Schlägertruppe wird Teil des staatlichen Repressionsapparates. Gennert selbst war nie Nazi, er war auch nie in der NSDAP. Er wurde dann von den Nationalsozialisten zwar noch befördert, 1934 sogar zum Kriminaldirektor, aber er war nie Chef der Berliner Kriminalpolizei, was er fraglos hätte aufgrund seiner Genialität seiner Vernehmungsmethoden und seines Wissens hätte werden können, aber das wurde er dann, wie gesagt, nicht. Die Nationalsozialisten sind faktisch eine verfassungsfeindliche Vereinigung, die sich als politische Partei tarnt. Um für sich zu werben, begehen sie systematisch Rechtsbrüche. Einer, der das klar erkennt und offen mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft, ist Berlins Vizepolizeipräsident Bernhard Weiß. Ihre Propaganda und ihre Maßnahmen richteten sich einzig und allein gegen den jüdischen Polizeivizepräsidenten Bernhard Weiß. Der wurde also im Angriff ständig verunglimpft mit einem angeblich jüdisch klingenden Namen Isidor. Als Isidor wurde er dann immer bezeichnet von Josef Goebbels. Josef Goebbels, enger Vertrauter von Hitler und späterer Propagandaminister, wird von Bernhard Weiß mit insgesamt 60 erfolgreich verlaufenden Prozessen überzogen. Als die Nazis später ein Kopfgeld auf ihn aussetzen, ermöglichen ihm loyale Polizeikollegen die Flucht nach England. Viele Polizisten wechseln mit den neuen Machthabern ihre Loyalität. Hitler weiß, wenn er die Polizei kontrolliert, beschert ihm das uneingeschränkte staatliche Macht. SA und SS verschmelzen zunehmend mit der Polizei. Polizei generell, nicht nur Kriminalpolizei, neigte immer ein bisschen dazu, die etwas rustikalere Variante zu wählen. Also dieser Spruch, der sich bis in die Gegenwart gehalten hat und der auch Politiker groß gemacht hat, nach dem Motto, wenn wir mal so richtig zulangen dürfen, dann sieht das ganz anders aus, der ist verhängnisvoll und der ist völlig falsch. Also harte Reaktionen führen dazu, dass auch hart reagiert wird. Sie führen nicht dazu, dass im Grunde die Dinge alle besser werden. Das ist von den Nationalsozialisten sehr geschickt aufgegriffen worden, sodass der Rückhalt bei der Polizei durchaus nicht unerheblich war für die Nationalsozialisten. Ich schätze die mal so auf 30-40%. Und diejenigen, die für die Demokratie eintraten, für die Republik, das waren herzlich wenige. Das ist ja auch nachher bei den Entlassungen beispielsweise zu erkennen. Am 27. Februar 1933 brennt in Berlin das Reichstagsgebäude. Als Brandstifter ermittelt die Polizei noch am Tatort einen 24-jährigen Anarchisten aus den Niederlanden. Doch die Nationalsozialisten benutzen den Brand für ihre Propagandazwecke und bezichtigen die verhassten Kommunisten, das Feuer gelegt zu haben. Ein kommunistischer Aufstandsversuch stehe unmittelbar bevor, verbreitet Göring. Hitler befiehlt daraufhin, jeden kommunistischen Funktionär zu erschießen. Polizei und Kriminalpolizei werden zum Vollstreckungsinstrument. Die hemmungslose Jagd auf Regimegegner beginnt. Der Brand fällt mitten in den Wahlkampf zur Reichstagswahl. Die NSDAP spricht von den Flammen als einem Fanal zum blutigen Aufruhr und zum Bürgerkrieg. Die Verfolgung politischer Gegner ist über Nacht zum Staatsziel geworden.
Reichsminister Hermann Göring macht dies in einer berüchtigten Rede deutlich. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausbringen. Die Kriminalpolizei neigt aufgrund von bestimmten Entwicklungen dazu, zu sagen, ja, auch wir würden ja die Fälle viel leichter bearbeiten können, wenn man die Leute härter bestraft oder wenn wir mal so richtig zulangen dürften oder. Und das ist, wie gesagt, von den Nationalsozialisten geschickt aufgegriffen worden. Was übrigens dann passiert ist, finde ich sehr viel spannender, 1933, als die Kriminalpolizei ist unter den Nationalsozialisten nicht etwa ausgebaut worden, wie viele geglaubt haben, sondern sie ist reduziert worden. Und zwar ganz massiv, weil man gesagt hat, eigentlich so viele Polizisten brauchen wir ja gar nicht. Die Polizei kostet in den Augen der neuen Herren zu viel Geld, insbesondere die älteren Dienstränge. In der Öffentlichkeit dominieren nun andere Uniformen. Also die Nationalsozialisten haben ja ganz klar immer gesagt, Verbrechen am Volk führt dazu, dass derjenige außen steht, und haben eben versucht, auf verschiedene Art und Weise rauszukriegen, wie kann man Kriminalität verhindern. Und da haben sich natürlich immer die Täter angeguckt und haben gesagt, gut, wenn man die Täter nicht mehr aus der Haft entlässt, ist das ein Instrument. Oder wenn man eben sogar das so weit geht, dass man die Leute dann, wenn sie Berufsverbrecher waren, was man sehr schnell werden konnte, dann auch bei den Nationalsozialisten, dann wurden sie ins KZ eingewiesen und sind in der Regel auch dann immer versehen worden mit dem Hinweis, dass also eine Rückkehr unerwünscht ist. Auch bei den Gebrüdern Sass ist eine Rückkehr unerwünscht. Franz und Erich Sass, von der Öffentlichkeit als Meisterdiebe beinahe schon verehrt, stehen 1940 vor dem Moabiter Schwurgericht. Bei ihrem größten Coup sollen sie 2,5 Millionen Reichsmark erbeutet haben. 11 und 13 Jahre Zuchthaus lautet das Urteil. Bei ihrer Überstellung ins KZ Sachsenhausen werden sie jedoch erschossen. Das ist sehr früh passiert und das hat sich dann bis 1945 fortgesetzt. Also mit der zunehmenden Zeit im Zweiten Weltkrieg wird das immer radikaler. Und die Anzahl derjenigen Taten, die beispielsweise mit der Todesstrafe bedroht wurden, die ist unermesslich gewachsen. Das sind nachher Ende des Dritten Reiches, glaube ich, 80 oder 90 Straftaten gewesen, die mit dem Tode bestraft werden konnten. Vorher war es in der Regel nur Mord und in ganz seltenen Fällen auch Totschlag. Bruno Lüttke gilt bis in die 90er Jahre hinein als schlimmster Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte. Die NS-Polizei glaubt, der geistig zurückgebliebene Berliner sei für insgesamt 84 Tötungsdelikte in ganz Deutschland verantwortlich. Angeblich hat Lüttke von Kiel bis zum Bodensee beinahe sämtliche unaufgeklärten Morde begangen, wie er einem Kriminalbeamten gesteht. Bruno Lüttke war ja minder bemittelt. Der hatte Probleme gehabt, sich schon eine Bahnsteigkarte oder eine Bahnkarte für die Fahrten durch Deutschland zu kaufen. Also wahrscheinlich war der das gar nicht. Die Nazis, in jeder Diktatur wird ja versucht, die Kriminalitätsrate niedrig zu halten. Denn die Ideologen meinen ja immer, sie erziehen die Menschen zum Besseren. Also je länger sie an der Macht sind, umso niedriger muss ja schließlich die Kriminalitätsrate werden. Erst ein niederländischer Kriminalist kommt 1994 zu dem Schluss, dass Lüttke zu seinem Vernehmungsbeamten ein Abhängigkeitsverhältnis entwickelt und suggestiv alle möglichen und unmöglichen Taten gestanden habe. 50 Jahre vergehen, bis ans Licht kommt, dass ein regimetreuer Kriminalpolizist die Ideologie der Entartung über die Wahrheitsfindung stellt. Hat vielleicht sogar seine Debilität ausgenutzt, um die vielen Kladden mit den Serienmorden einfach zu schließen. Er wurde ja dann nach Wien noch verfrachtet, wo man Versuche an ihm unternahm, bevor er dann starb. Josef Goebbels verlangt, dass der, Zitat, bestialische Massenmörder und Frauenschlechter keines normalen Henkertods stirbt. Ich schlage vor, ihn bei lebendigem Leibe zu verbrennen oder vierteilen zu lassen. Auf Lüttkes Sterbeurkunde ist unter anderem Herzfleischentartung vermerkt. Wahrscheinlich wird er bei einem medizinischen Versuch getötet. Seine Büste befindet sich bis heute im Museum für Gerichtsmedizin in Wien. Tausende sogenannte Berufsverbrecher und Asoziale werden von den Nationalsozialisten in die Konzentrationslager geschickt. Zusammen mit Juden, Sinti und Roma oder politisch Andersdenkenden. Ziel ist die Vernichtung durch Arbeit. Himmler, der Reichsführer SS, war inzwischen der Chef der deutschen Polizei und daher also auch der Kriminalpolizei. Die SS wurde personell mit der Polizei hier verwoben.
Und es gab also eine ungeheure Radikalisierung auch der Kriminalprävention. In diesen Einsatzgruppen, 3000 Mann waren das, waren SS-Leute, waren uniformierte Polizisten, war Sicherheitspolizei und Kriminalpolizei vertreten. Und die hatten die Aufgabe, hinter der Front Kommunisten, Juden zu erschießen. Alles unter dem Euphemismus Partisanenbekämpfung natürlich. Polizeitruppenverbände haben insgesamt vielleicht 600.000 bis 1 Million Menschen umgebracht. Ein ehemaliger Untergebener des durch und durch demokratischen Ernst Gennert rückt an die Spitze der inzwischen demokratiefernen Kriminalpolizei. Beispielsweise der Leiter des Reichskriminalamtes, Nebe, der dann zwar später den Widerstand angehört haben soll, aber Nebe selber war Kommandeur einer Einsatzgruppe beim Überfall auf die Sowjetunion und hat wahrscheinlich das Schicksal von 45.000 Morden zu verantworten gehabt. Also da hat man einfach mal jemanden rausgenommen nach dem Motto, du hast dich jetzt in der Position gezeigt, du musst dich aber auch mal in einem deutlich härteren Einsatz beweisen. Und so ist das in vielen Fällen gemacht worden. Nach seinem massenmörderischen Einsatz hinter der Ostfront wird Arthur Nebe zum Schreibtischtäter. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für die Deportation und Vernichtung der Sinti und Roma. Gleichzeitig unterhält er Kontakte zum deutschen Widerstand. 1944 wird er deswegen hingerichtet. Der Einsatz deutscher Polizisten in den Ghettos im Osten konfrontiert die Männer mit so grausamen und unvorstellbaren Situationen, dass viele von ihnen verrohen. Es war ja so, dass die Männer sehr psychisch belastet waren durch diese Morde. Sie können sich ja vorstellen, Kinder erschießen, der Bregenspritz, das Blutspritz, alles rum. Sie kamen in neue Klamotten, sie bekamen auch dann eine halbe Flasche Schnaps schon. Also sie waren häufig angetrunken, wenn sie das taten. Himmler ging dann mal an die Front. Er selber hat das einmal nur gesehen und wurde kreidebleich und ist dann weggegangen. Nicht? Also er war der typische Schreibtischtäter. Doch es finden sich genügend Vollstrecker, die Vernichtungspolitik von Hitler in die Tat umzusetzen. Auch zahlreiche Polizisten werden so zu Mördern. Man sah sich als Chirurg an diesem Volkskörper, der gesund bleiben musste. Und man musste also das Kranke in Anführungsstrichen herausschneiden, sodass also diese Haft letztendlich immer zu Aufenthalt in einem Konzentrationslager führte, nicht unbedingt in einem Vernichtungslager. Das machte man mit den Sinti und Roma und den Juden dann noch, aber bei sogenannten Berufsverbrechern oder Asozialen, die kamen auch in Konzentrationslager und mehr als die Hälfte überlebte das dann nicht. Das ist ja eine Steigerung von Perversion, die man da hat in diesen Zeiten. Die Kriminalpolizei war relativ früh von Anfang an im Grunde in dieses System involviert. Es war nicht nur die Gestapo, sondern es war die Kriminalpolizei, die mit bestimmten Aufgaben betraut war. Die Kriminalpolizei war zuständig beispielsweise für die Verfolgung von Rassenschande. Die Kriminalpolizei war zuständig für die Bekämpfung von Homosexualität und. Also ganz viele Taten, die überhaupt nichts mit Gestapo zu tun hatten, sind von der Kriminalpolizei verursacht worden. Nach dem Sieg der Alliierten werden die Gräueltaten der Nazis wie hier in Bergen-Belsen in ihrem ganzen Ausmaß deutlich. Und es war ja auch so, dass die Kriminalpolizei ja nicht die Institution war, wie sie es nach 45 immer behauptet hat, nach dem Motto, wir waren die Fachleute und wir hatten mit dem System nichts zu tun. Das ist ja eine der großen Lügen auch der Geschichte. All das konnte der einfache Kriminalbeamte anordnen. In Lüneburg, nur 80 Kilometer von Bergen-Belsen entfernt, begeht Himmler 6 Wochen später mit einer Cyankali-Kapsel Selbstmord. Der ehemalige SS- und Polizeichef stirbt nach einem qualvollen Todeskampf. Man darf diese Zeit nicht unter den Tisch kehren. Man muss sehen, was die staatliche Macht,
wozu die staatliche Macht fähig ist und wozu der Mensch letztendlich auch fähig ist. Nicht? Und das ist ja ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass die Menschen oder die Polizisten gerade auch wissen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung eben in einem demokratischen Rechtsstaat etwas anderes ist als die Leichenruhe auf dem Friedhof der Diktatur. Da muss man schon sehr wichtige Unterscheidungen machen und das wollen wir auch unseren jungen Auszubildenden entsprechend vermitteln. Nach Kriegsende nehmen zunächst die Besatzungsmächte Polizeiaufgaben wahr. Vorbereitung einer Razzia in der Frankfurter Innenstadt. Der Schwarzmarkthandel blüht, die Geldentwertung bewirkt, dass sich Zigaretten zur härtesten Währung entwickeln. Jeder, der nicht schnell genug entkommt, wird für eine Nacht ins Polizeigefängnis befördert. Kameragerecht endet die Razzia an diesem Tag mit zahlreichen Festnahmen. Die deutsche Polizei wird an vielen Orten zunächst komplett aufgelöst. 1949 gründet sich die Bundesrepublik Deutschland. Der neu gebaute Bundestag wird mit seiner ersten Sitzung feierlich eingeweiht. Bis in die 50er Jahre werden 90% der Polizeibeamten des Dritten Reiches wieder eingegliedert. Wie soll ein Land demokratisch werden, in dem der Holocaust möglich war, verübt auch durch die Polizei? In der sowjetischen Besatzungszone soll die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED, die politische Neuordnung durchsetzen. Doch die SED entwickelt sich immer mehr zur stalinistisch geprägten Kaderpartei. Ja, zunächst hat sich die Kriminalpolizei in der DDR von der Bundesrepublik dadurch unterschieden, dass die DDR ja ab 1952, als die Länder aufgelöst wurden, ein Einheitsstaat war, während in der Bundesrepublik ja der Föderalismus dann wieder aufgebaut wurde nach der Zeit des Dritten Reiches und ganz andere Organisationen und Zuordnungen und so weiter bestanden. Das war also schon ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Achtung, Achtung, alle Wagen. Von Dora Paula Ludwig Anton. Großfahndung. Ein Aufklärungsfilm aus Hamburg über die Arbeit der Polizei, der das Vertrauen in die Ordnungsmacht wiederherstellen soll. Im Vordergrund steht die Verbrechensbekämpfung, aufwendig in Szene gesetzt. Ausfallstraßen besetzen nach Plan B. Achtung, Zentrale, Achtung, Zentrale. Peter, Ausfallstraße bezogen. Der Täterfuhr mit dem gestohlenen Lieferwagen Richtung Hafen. 43. Meldung, Ende. Ein Gauner hat Lohngelder geraubt und ein Auto zur Flucht gestohlen. Eine rasante Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt beginnt. Die Polizisten sitzen in mit neuester Technik ausgestatteten Radiostreifenwagen. Achtung Zentrale, wir verfolgen den Schellwagen in Richtung Wilhelminenstraße und bitten um Unterstützung. Achtung, Achtung, 3 Peter von Dora Paula Ludwig Anton. 2 Peter wird zur Unterstützung zugeteilt. Polizei war dann zu dem damaligen Zeitpunkt eine Organisation, die ja auch noch sehr stark geprägt war von Obrigkeitsdenken. Und man war eine Organisation, die für sich in Anspruch nahm, genau zu wissen, sozusagen, was dem Bürger geziemt in der inneren Sicherheit. Und man war Herr der Lage. Und der Bürger war im Grunde genommen im Bewusstsein vieler Polizisten weit weg. Auch die DDR setzt auf Lehrfilme zum Thema Polizei. Wir erzählen 5 Geschichten aus der Arbeit freiwilliger Helfer der deutschen Volkspolizei. November 1945. Hüben wie drüben ist die Not groß, Lebensmittel sind knapp, der Schwarzmarkthandel blüht. Doch während der Westen aus Polizeiperspektive erzählt, ist der Protagonist im Osten Otto Normalsozialist in Form eines Postboten. Ich habe 3 kleine Kinder zu Hause, die müssen satt werden, aber das interessiert euch ja gar nicht. Was meinst du, was sie alles wegschleppen? Was dann alles in den Läden fehlt? Na, wenn du meinst, Fritz. Jedenfalls, die Kleinen kriegt ihr. Daran hat sich nichts stehen. Die Großen werden wir auch noch kriegen. Gerade die. Verlass dich drauf! Die, ich sag mal, normale kriminalpolizeiliche Arbeit hatte sich so sehr nicht unterschieden. Es gab natürlich
eine gewisse Abhängigkeit des immer mächtiger werdenden Ministeriums für Staatssicherheit, das ja quasi sich wie Mehltau über das Land gelegt hatte und der Kriminalpolizei dann auch gewisse Fälle regelrecht wegnahm. Wenn man also meinte, dort ist also ein staatliches Interesse da, dann bearbeitete das Ministerium für Staatssicherheit die Stasi und nicht die Kriminalpolizei. Nicht? Es gab natürlich auch andere Straftatbestände, keine Frage. Es gab insbesondere aber auch ganz anderes kriminelles Verhalten als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland. Nicht? Durch die Mangelsituation hat vielerorts nicht die LPG, sondern der hungrige DDR-Bürger die Kartoffeln ausgegraben. Der Film zielt darauf ab, gegen diese Art von Volksschädigung den inneren Polizisten zu mobilisieren. Ihr werdet euch sicher fragen, was will die Polizei von uns? Die Antwort ist ganz einfach. Wir brauchen eure Hilfe. Ihr wisst selbst, wie die Versorgungslage ist. Euch brauche ich da nicht zu erzählen. Wir spüren sie, wie man so sagt, am eigenen Leibe. Aber diese Lage wird sich so lange nicht verändern, wie die Lebensmittel in großen und kleinen Mengen verschoben werden und nicht dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich in die Läden. Die Genossen von der sowjetischen Kommandantur unterstützen uns, aber für Ordnung müssen wir selber sorgen. Ihr wisst, wir als Polizei sind erst im Aufbau begriffen. Unsere Kräfte reichen noch nicht aus. Wir können nicht gleichzeitig überall sein. Hier einem kleinen Felddieb auf die Finger klopfen, dort ein Großschieberding festmachen. Also, kurz und gut, wir brauchen eure Hilfe. Ich mache mit. Ja, ich auch. Freiwillige Helfer gab es bei der Polizei, also bei der Deutschen Volkspolizei, natürlich auch bei der Kriminalpolizei. Ob die nun alle auch gleichzeitig Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes war, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die wissenschaftlich auch noch nicht endgültig geklärt. Aber man konnte eben als ganz normaler Bürger quasi sich als freiwilliger Helfer melden und hat sich dann also mit in den Dienst integrieren lassen können. Es gab vielfältige Möglichkeiten. Geht also über Spitzelwesen weit hinaus. Also es war der Gesellschaft schon wichtig und Polizei natürlich und damit dem Staat wichtig, auch den Einstand zu erwecken, man sei ja eine Polizei des Volkes. Was man ja nicht war, sondern man war genau wie die Staatssicherheit ein Instrument der Partei. Und zwar nur einer Partei, nämlich der SED. Die frisch angeworbenen freiwilligen Helfer der Volkspolizei stehen verdeckt auf Posten gegen die großen Filmkartoffelschieber. Meine Fresse. Wer würde sein Land nicht gegen solche Volksschädlinge schützen? Die Propaganda funktioniert. Können wir Ihnen irgendwie behilflich sein? Danke. Moment, Moment. Unsere Kollegen da drin sind gleich fertig. Aber ich kenne Sie doch. Sie haben doch selbst... Ja, ja, ja. Das war sicher ein Fehler. Diese Darstellung ist ja immer ganz bemerkenswert. So im Film, dann laufen die rum, in der Tat, mit Armbinden und so. Also in der Wirklichkeit ist das ja nicht unbedingt so gewesen. Also das waren so öffentliche Darstellungen, wie es denn hätte sein sollen. Viele hätten sich ja nie getraut zu sagen, ja, ich bin freiwilliger Helfer der Deutschen Volkspolizei, weil sie damit natürlich in ihrem Bekannten- und Umfeld relativ schnell verschrien gewesen wären. Also das ist auch so eine Legendenbildung, die da entsteht. Aber man wollte natürlich auch, jedenfalls viele wollten ja dazugehören zu diesem Staat. Das darf man ja nicht vergessen. Das wäre eine große Illusion, dass dieser Staat eben nicht von vielen getragen worden wäre. Sonst hätte er nicht so lange funktionieren können. 12 Jahre Drittes Reich und 40 Jahre DDR belegen, die Polizei leistet auch in der Diktatur loyal ihren Dienst. Auch die Unterwelt verdient kräftig mit, gut organisiert in sogenannten Ringvereinen.
Die Ringvereine waren keine Sportvereine. Viele glauben ja, dass das Ringer waren, weil man sagte, Straftäter müssen ja kräftig sein oder so. Also das hatte mit dem Sport des Ringens nichts zu tun, sondern es waren Vereinigungen von ehemaligen Straftätern. Der erste Verein dieser Art war in einer Kneipe, und zwar hatte man dort die Prostitution hinverbannt, bevor man sie dann ganz verbot, sodass also nahe liegt, dass das ehemalige Zuhälter oder Louis, wie man damals, oder Apachen, wie man dann später sagte, waren. Getarnt mit harmlosen Namen wie Immertreu, Deutsche Eiche oder Lotterieverein Zukunft nehmen die Ringvereine nur anständige Ganoven auf, keine Mörder, keine Kinderschänder. Der Lebensunterhalt wird finanziert mit Überfällen durch Schutzgelderpressung oder Verschiebung von Alkohol. Der Polizei gegenüber gilt strikte Verschwiegenheit. Das Lokal war die Schnurrbartdiele, in der dieser Ringverein entstand. Ring bedeutet, es gab mehrere Vereine, die untereinander auch Verbindungen hatten. Es gab, ja, bis 1929 zählte man sogar in Berlin über 40 Vereine. In diesem Ring waren dann aber nur die 10 bedeutendsten Vereine drin. Es gab also auch norddeutsche Vereinigungen dann und mitteldeutsche Vereinigungen. Das griff also auf ganz Deutschland dann über. Die Arbeiter und Angestellten der Weimarer Republik sagten, wo Prostitution ist, gibt es natürlich auch andere Straftaten, illegales Spiel zum Beispiel, Schutzgelderpressung von Lokalen und so weiter und so weiter. Man hatte also seine Reviere, wo man Geld rauszog. Also es trat dann immer mehr dieser soziale Gedanke doch in den Hintergrund. Lange Zeit verhält sich die Polizei den Ringvereinen gegenüber tolerant. Die durch die Ganovenzusammenschlüsse entstandene Ordnung erleichtert ihr die Überwachung. Ein Ansatz ist ja immer quasi, diese Gruppen zu unterwandern. So einfach ist das nicht. Im Grunde war ja auch damals es so, dass man immer irgendeines der Mitglieder, möglichst ein etwas Schwächeres, sich rausgenommen. Man hat gesagt, pass mal auf, also bei dir können wir was tun bei der Strafe, wenn du entsprechend auspackst. So, und das ist eine ganz interessante Botschaft auch damals schon gewesen. Offenbar hat die Polizei einen Tipp bekommen. Wird einer der Unterweltbosse zu mächtig, stutzen ihn die anderen zurück. Man sagte auch, dass Polizisten sehr eng, also früher weitaus enger mit Straftätern zusammengearbeitet haben, weil man ja doch dann einen Tipp bekam für bestimmte Serientäter insbesondere auch oder Sexualtäter zum Beispiel oder Mörder, sodass natürlich hier eine Rechtsgüterabwägung, kann man sagen, na gut, ein Diebstahl oder Hehlerei fällt dann eben nicht so schwer ins Gewicht, da drücke ich dann vielleicht mal ein Auge zu. Diese Ringvereine haben ja dann auch Veranstaltungen zu Silvester gemacht, wo dann auch Kriminalpolizeibeamte oder der Polizeipräsident in Berlin Zörgiebel dann zum Beispiel eingeladen waren und dort die Kapelle dann dirigiert hat. Das soll sind in der Regel sozialversichert. Wer krank wird, sich in medizinische Heilbehandlung gibt, einen Unfall am Arbeitsplatz erleidet oder in Rente geht, ist finanziell abgesichert und kann sich weiterhin aus eigener Tasche ernähren. Straftäter und ihre Familien dagegen leben außerhalb des Sozialversicherungssystems. Die Frau eines Berufsverbrechers kann finanziell nur überleben, wenn ihr Mann nicht geschnappt wird, bis die Ringvereine entstehen und hier praktische Unterstützung organisieren. Ganz zu Anfang standen in Anführungszeichen gewerkschaftliche Gründe dahinter. Sie kennen ja einmal Straftäter, immer Straftäter. Und davon wollten sich diese Leute etwas lösen. Sie versuchten also, ja, auf soziale Art und Weise sich gegenseitig zu unterstützen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass er dann keine Straftäter mehr sein wollte. Aber wenn dann mal wieder einer in den Kahn ging, dann hatte der ja vielleicht Familie, eine Frau und Kinder. Jeder zahlte da etwas ein, sei es aus der Beute, die er machte, oder aus dem Geldbedarf, wenn er jetzt doch ein anständiges Leben führte, gab es da eine Kasse, es gab einen Geschäftsführer, sodass dann Kinder, aber auch die Frau für Mietzahlung zum Beispiel oder anderes unterstützt wurden. Razzia im Berliner Scheunenviertel. Das berüchtigte Revier ist die Heimat von Kleinkriminellen, Straßenhändlern und leichten Mädchen. Der Einsatz richtet sich gegen eine Schieberbande.
Diese Ringvereine entwickelten sich dann eigentlich zu Vereinen, sag ich mal, der organisierten Kriminalität und zu Syndikaten. Es kam dann also dazu, dass sie das Nachtleben beherrschten. Wir gehen im Umfeld des Rotlichtmilieus. Mit den kiezinternen Gesetzen zog eine neue Zeit ein, die dann darauf hinauslief, dass man also, ich sag mal, sich gegenseitig auch einen Killer auf den Hals schickte. Als wir da ankamen, sahen wir, dass eine Rheinmacher-Frau gerade die Blutlachen da wegwischte. Im Innersten wusste ich, keine Chance, zu schwer verletzt, dass wir da nicht überleben. Dafür gibt es ja dann auch entsprechende Spezialeinheiten, bis hin zur Zielfahndung. Die jagen dann im wahrsten Sinne des Wortes den Täter und er wird sich im Zweifelsfall auch als ein Gejagter fühlen. Die psychische Belastung ist ungeheuer groß, die wird auch nicht weniger. Es sind viele dabei, die haben so eine Mentalität sich angewöhnt, ja, also da stehe ich jetzt durch. Das geht aber auf den Körper, das geht auf die Substanz, das geht auf die Psyche. Es geht um die Rettung, sag ich mal, eines Menschenlebens. Verbrechen lohnt sich nie. Berlin in den goldenen 20ern. Der weltweite Konjunkturaufschwung beschert Deutschland eine Blütezeit in Wissenschaft, Kultur und Lebensgefühl. Glitzerndes Zentrum ist die Hauptstadt. Sie sehen die Schattenseiten der Menschheit und die Schattenseiten des menschlichen Zusammenlebens. Wir hatten 1904 in Berlin einen Mord an einem 8-jährigen Mädchen. Einige Tage später wurden dann auch an verschiedenen Stellen in der Spree Arme und Kopf gefunden. Es ist einer der ersten Fälle, wo durch das Zusammenwirken von Kriminalpolizei, von Gerichtsmedizin und anderen Wissenschaftlern man einen Mordfall aufklären konnte. Ich habe es mal zu einem jungen Kollegen gesagt, ich habe jetzt eine ganz harte Botschaft für dich. Die Welt ist nicht gerecht. Es war auch möglich, Menschen einzuweisen, auch in Konzentrationslagern, auch mit dem Hinweis Rückkehr unerwünscht. All das konnte der einfache Kriminalbeamte im Dritten Reich zunehmend dann ab 1939 anordnen. Ich habe mitunter sehr, sehr sympathische Mandanten erlebt, die nur zum Zeitpunkt dieser Tat ein Scheusal waren. Und das sind alles, ja, Gottes Kinder. Wo Geld auszugeben ist, war man natürlich auch als Verbrecher gern gesehen. Und da konnte man natürlich auch entsprechende Straftaten begehen.